Angenommen, viel zu reden. Es gibt so Pausätze, leider. Merkst du das? Pausätze haben wir Kriege genau. Ich habe mir vorgenommen, gar nicht mit reden, weil ich wollte Mucke hören. Das läuft folgendermaßen ab: immer auf voll hier oben und auf halb unten im Kaisergelände. Wir haben, glaube ich, 14 Bands am Start, also Langeweile kommt nicht auf. Wunderschön, dass ihr hier seid, finde ich. Teilweise diese schlurweißen Haare können wir das finden. Sensationell. Natürlich, kommt man zu. Hey. Und keiner von uns, der hier nicht hingehen wollte. Was für ein Gefühl ist das? Erzähl mal, hier nehmen wir die Knochen und schmeckt so ein bisschen. Und zuallererst möchte ich sagen, ich sitze oben, wir sehen uns gerne nochmal. Danke Esther, Mario und Alter, danke dir. Du bist ja noch da, Entschuldigung. Benni natürlich, Benni, das war der Mann, genau. Jetzt geht's weiter mit was, logischerweise mit Musik. Hossi, lass mich noch eins sagen, Hossi. Unser Spruch damals noch, weißt du, wo gestern meine Liebe war, ist heute eine Mini war. Weißt du das noch? War das schön, Hossi? Na, ich auch, Alter. Das wissen wir nicht. Jetzt sind Sie hier, Freunde. Viel Spaß. Start Nummer 2. Daran denken immer, um halb geht's unten weiter mit der Party. Hier sind die Starclub All-Star Band. Viel Spaß. Jö. Wir sind gleich auf. Dankeschön. Vom letzten Auftritt von Rory Storm and the Hurricanes. Danach, nach diesem Auftritt, ist Rory zu den Beatles gewechselt und Bobby Thompson ist zu den Dominos gegangen. Bobby Thompson hat es unterschrieben, also wahrscheinlich wirklich was ganz Besonderes. Ich übergebe mich wieder an Carlo. Alter, wo ist der Ringo? Ich denke, Ringo ist da. Siehst du, Ringo Starr ist da, ne? An der Ballerbude, genau. Ringo Starr, ne? Der kannte ihn noch gerade sauer, dann ist er doch 50.000 Euro reich geworden. Oder 500.000, weiß nicht. Also, 5 Millionen, 15 Millionen. Wir fragen mal, wer hat Interesse an diesem Punkt? Wir fangen mal an bei 20 Euro. Das ist ein Unikat, das gibt es nur einmal, das kannst du an die Wand pappen und sagen, guck mal, kannst du auch tüdeln und sagen, der redet von nichts mit ich oder so. Gibt was älter und dauerlich. 20 Euro sind nicht für uns, obwohl wir es bitter nötig haben. 9 Jahre lang oder 7 Jahre lang. Das Ding am Laufen gehalten. Wir haben alle die Großen geholt, habe ich euch schon erzählt. Bis auf die Stones hat er alle gehabt. Mike Schenker hat er einen Zirkus auf Hamburg. Aber sonst hat er alle gehabt. Nochmals euren Applaus, der von Herzen kommen muss, für einen ganz großen Horst Fascher. Hey! Horst, wir lieben dich alle. Hey! Du sollst jetzt nicht weinen, Alter. Hör auf das hier. Hör auf das, Alter. So, Horst, jetzt hast du ein bisschen deine Höhe. Du sitzt da oben. Auf der Bundestrade guckst du über die Häupter deiner Lieben und jetzt kommst du nochmal mit kurzen Eindrücken in diese sagenumwobene Zeit 62 bis 69. Es war ein anderes Leben. Ja, es war anders. Ich meine, wir alle waren ja anders. Und ich war damals genauso jung wie meine Gäste, vielleicht 2 Jahre älter. Und die Jüngsten waren vielleicht gerade 16.
Sie durften bis 22 Uhr im Laden sein. Und dann mussten wir eine strenge Ausweiskontrolle machen. Und dann ging es ab 22 Uhr mit Leuten, die über 18 waren. Und wir hatten auch viel Ärger im Laden, weil da immer wieder Leute reinkamen, die unsere Mentalität nicht verstanden haben. Wir wollten zusammen sein, wir wollten glücklich sein, wir wollten gute Musik hören, wir wollten die fantastischen Mädchen sehen, die da rumlaufen. Wir sahen auch ganz gut aus. Und deswegen hatten wir alle Spaß. Und diesen Spaß, den wollte ich mir nie kaputt machen. Ja. Oski, wir hatten in Hamburg einen Bezirksamtsleiter, der für den Kiez zuständig war, Falk. Und der Herr Falk war ein so beinharter Wiesen, der immer und immer wieder dafür sorgen wollte. Und dieses Wort ist adaptiert, Scheiß mit der Negermusik, kann man sagen. Er wollte nicht, dass wir bei dieser Musik groß wurden. Falk hat es nie geschafft. Immer zwei Tage maximal war der Stadion zu, da wurde wieder aufgemacht, weil hunderte von Leuten vorm Stadion standen und haben geschrien, wir wollen rein, wir wollen rein. Das wird es heute nie mehr geben. Ich glaube es doch, wenn man diese Leute hier so sieht, die würden das wieder machen, glaube ich. Wir fangen an, euch zu forcieren. Ja, hast ja recht. Warum seid ihr hier? Weil das Schöne ist, wir treten Bands auf, die Musik mit der Hand machen. Scheiß auf Playback, ich hab's unten schon gesagt, im Kaiserkeller. Die Tischjockeys, alle in Ehren, aber die Tränen in den Plattentellern. Und der Rest wird dann elektronisch und mit Mucke weitergeläutet in die Ohrenpaare. Hier ist Live-Musik. Horsti, wir haben dich deshalb gebeten, weil du wirst jetzt eine Band ansagen, die ist dir ans Herz gewachsen. Die verbindet auch heute noch, ich weiß nicht, eine Freundschaft mit Paul McCartney, ein ganz unbekannter Musiker. Und er hat einmal, da hatte ich im ZDF eine Sendung vor 1000 Jahren, es geschafft, dass Paul McCartney in meine Show kam. Und Paul McCartney hat gesagt, nur wegen Fascher, nur wegen Horst Fascher. Horsti, ich sag mal so ein paar Titel und sag sie dann an die Jungs. Ihr dürft euch jetzt freuen auf zum Beispiel, mal gucken, was jetzt in euch vorgeht, Needles and Pins. Ihr dürft euch freuen auf Love Potion Number 9. Ihr dürft euch freuen auf Sweets for My Sweet. Und jetzt kommt Horst mit der offiziellen Ansage einer Jahrhundertband. Du sagst sie an, Alter. Allerdings sind sie ja nicht alle mehr zusammen. Die haben sich ja aufgesplittet. Aber der Leadsänger war der, der heute Abend hier ist. Und er hat gute Musik um sich geschafft. Und Mike, so heißt er, singt immer noch so gut wie damals. Ihr werdet es hören. Also Mike Penders Searches. Applaus! Thank you.
again, a big song here in Germany. I don't know when I'm going to see you again. Could be maybe next year. Who knows? If you're around, come to the show. Here's When You Walk in the room.